Agamemnon, nehmt die Boote und die Männer und segelt außer Sichtweite. Akanthos, Ajax und ich werden in das Pferd klettern. Segelt bei Anbruch der Nacht zurück. Wir werden euch das Tor öffnen. Ihr seid ein trefflicher Ränkeschmied, Odysseus. Ich werde bei Anbruch der Nacht zurück sein. Jo. Wir sind in der Schatzkammer von Troja gelandet. Sehr schön. Und erobert auch gleich mal die Wunderkammer. Haben unsere Soldaten freie Bahn. Naja, wir durften nur die drei mitnehmen. Und das Pferd ist ziemlich beschädigt. Yay. Prozessione. Volume. Volume. Wartet, bis die Wachen vorbei sind. Wir sollten uns im Augenblick auf keinen Kampf einlassen. Naja, das sind nur ein Zyklop und ein paar billige Hopliten. Aber trotzdem. Prostegma. Warten wir, bis die fünf vorbei sind. Dann können wir einfach weitergehen. Esto. Malista. Nee. Das meiste hier ist friedlich. Trojanische Zivilisten. Und die könnten wir gut gebrauchen. Schalten Sie die Zyklopen gerade aus und erobern Sie die Belagerungstürme. Jupp. Ein Koloss. Wir müssen uns an ihm vorbeischleichen. Eigentlich wäre der Koloss auch keine so große Herausforderung für drei Helden. Aber trotzdem warten wir, bis er weg ist. Sicher ist sicher. Ups. Das war wiederum nicht so gut, dass wir die angelockt haben. Egal. Wir haben die Belagerungswaffen, die helfen beim Beballern. Und da kommt auch schon der Koloss wieder. Mit dem nimmt es Ajax ganz alleine auf, übrigens. Ah ja, okay. Und das hat es leider erwischt, aber der dürfte gleich wieder aufstehen, genau. So, den Koloss haben wir auch erledigt. Ja. Ist eigentlich egal, wir haben drei Helden. Der Elite-Hipster-Pist hier ist wiederum eine andere Baustelle. Warum haben diese Helepoli keine Munition mehr? Der Feind kontrolliert sie. Haltet sie auf! Ja, da wäre eine trojanische Wache gewesen. Der Held ist gefallen. Und Odysseus ist wieder gefallen. Naja. Und da steht Odysseus auch schon wieder. Bringen wir mal weg von den Türmen, dass sie nicht gleich wieder umnatzen. Und reißen erstmal die blöden Türme ein. Während die drei hier die Kaserne einreißen. Und dann können wir das große Tor von Troja in aller Ruhe einreißen. Sehr schön. Sehr gut, das ist schon mal weg. Prozessione etimus. Jo. Die Götter haben uns zwei Meteoriten gesandt. Agamemnon ist mit seiner Armee zurückgekehrt. Schnell, stürmt durch das Tor und vernichtet die trojanischen Befestigungen. Wir bombardieren mal hier. Dann können die uns mal kreuzweise. Prostagma. Vulome. Naja. Hat es doch gerade so überlebt. Schicken wir mal unsere ganzen Truppen rein. Und den Bronzekoloss. Und bombardieren auch hier hinten mal die große Festung. Okay, das sieht böse aus. Das sollte ordentlich wehgetan haben. So, die Hopliten können wir mal in die Richtung schicken. Zusammen mit einem Koloss, der das Ding einreißt.
Oh, wir haben einen unserer. Ach so, die reißen hier gerade alles ein. Das ist nicht so gut. So, Hopliten. Die Hopliten ziehe ich mal zurück von hier. Und für das bei hier alles. So, eine Festung ist eingerissen. Achso, ich könnte mal das hier machen. So, zerstört die Festung. Du kannst auch noch nachziehen. Wer fehlt denn da unten? Ach, so ein paar von euch. Und Hopliten. Ich habe genug Belagerungswaffen. Alles auf die Festung, bitte. So. Lasst uns Helena suchen und sie nach Hause bringen. Jo. Jo. Wohin jetzt, Akanthos? Zurück nach Atlantis. Das war eine willkommene Abwechslung von der Piratenjagd, aber ich muss nach Hause zurück. Nun, Piraten hin oder her, ihr müsst eure Schiffe reparieren. Ihr glaubt, wir schaffen es so nicht bis Atlantis? Nein. In Ioklos, ganz in der Nähe, gibt es einen Hafen. Ich segle dorthin. Ich zeige euch den Weg und besorge jemanden, der sich um eure Schiffe kümmert. Ja. Und er schreitet durch die Wipfel und ist größer als ein Baum. Seine Stimme hallt wie Donner durch die Gärten. Was gibt es, Khemsit? Camus ist zurück, Herr. Er hat den Dreizack verloren. Er sagt, der Atlanta war auf dem Weg nach Troja. Die Belagerung wird bald beendet sein, wenn er den Griechen beisteht. Die Belagerung von Troja ist bereits vorbei. Zeus könnte noch immer eingreifen. Willst du an mir zweifeln, Khemsit? Nein, alles ist genauso eingetroffen, wie ihr vorausgesagt habt. Die Festung, der Tunnel, Troja. Giganten und der Genius, Vielgestalt von Aug und Schwing, ihre Gehorsamkeit, die Himmel durchdring. Schicke nach Camus. Ich wünsche ihn zu sprechen. Ja, General. Ah, wie man sieht, ist es doch noch nicht vorbei. Auch wenn wir jetzt gerade die Troja abgeschlossen haben. Das war eher noch der Vorbeginn von allem. Jetzt geht eigentlich die richtige Hauptstory erst los. Also Troja hatte eigentlich mit der Hauptstory fast nichts zu tun. Gut, nächstes Szenario. Noch mehr Räuber. Das sieht nicht gut aus. Was ist passiert? Lauft! Noch mehr Räuber! Räuber! Nein, du alter Narr, wir sind auf deiner Seite. Wir sind zurück aus Troja. Bei Zeus, die Soldaten sind zurück. Ja, nun, was ist hier geschehen? Nachdem die Armee gen Troja segelte, griffen Banditen die Stadt an. Sie entführten unsere Männer, auch Chiron. Wer ist Chiron? Er steht in Verbindung mit den Göttern. Er sagte, ein Held würde kommen, uns zu retten. Das beruhigt mich nicht. Wir sollten ihn suchen und herausfinden, was er darüber weiß. Jo. Wenn ihr Geiseln sucht, so nehmt die Straße gen Westen. Jo, wir sollen jetzt Leute befreien. Akathos und Ajax alleine. Wir können erstmal gucken, was es in der Richtung gibt. So eine Sackgasse. Den Milizsoldat können wir leider nicht mitnehmen. Und das hier ist eine Flottenwerft. Ah. Das muss sicher wehtun, mal so Ajax-Schild in die Fresse zu kriegen. Und wie man sieht, haben wir hier wieder Ägypter. Also ja, falls ihr es aus dem Zwischensequenz gerade mitgekriegt habt, mit dem
großen Zyklopen mit dem Dreizack und dem vermummten Typen. Kamos war der Zentauren-Pirat, den wir in der zweiten Mission verfolgt haben. Der uns in der ersten Mission angegriffen hat und den Dreizack geklaut hat. Und der hatte ja auch ägyptische Einheiten. Also hängt das hier vielleicht mit Kamos zusammen. So, deswegen folgen wir jetzt einfach mal der Straße. Was sind das für Wesen? Ja, ägyptische mythische Einheiten, Schlangen. Wir allerdings recht schnell sterben gegen unsere beiden Helden. Weil die ja zum Glück auch giftimmun sind als Helden. Also ja, Helden sind allgemein gegen Spezialangriffe von mythischen Einheiten immun. So wie zum Beispiel auch dem Draufhauen vom Zyklopen. Also dem Packen und Wegwerfen. Wir sind gerettet. Zentauren? Wo ist der weise Mann, dessen Name Chiron lautet? Chiron wird in der Festung der Banditen auf der Akropolis gefangen gehalten. Ihr müsst die Stadt zurückerobern, bevor ihr ihn retten könnt. Ja, jetzt muss ich hier ein Städtchen erobern. Aber jetzt habe ich auch wenigstens ein bisschen Unterstützung. Nämlich mythische Einheiten. Gucken wir erstmal kurz hier rum, ob es hier noch was Interessantes gibt, aber ich denke mal nicht. Nope. Also gut, dann müssen wir euch erstmal da rausholen. Oh, da ist sogar eine Belagerungswaffe für uns. Gut, bevor wir da durchkommen können, müssen wir erst noch die restlichen... Genau, Feinde hier loswerden. Bevor die Militärkaserne und alles hier einreißen. Die Banditen haben fast alles zerstört. Nicht ganz. Wenn wir uns beeilen, können wir sie davon abhalten, Gebäude zu zerstören, mit denen wir sie bekämpfen können. Hulume, eine Gabe der Götter. Malista. Esto. Jo. Hulume. Zerstören Sie den Beobachtungsturm und die Kaserne des Gegners. Etimus. Hulume. So, ich habe Milizsoldaten, wenn ich mich noch richtig erinnere. Malista. Kann ich die irgendwie ausrüsten? Nee, zerstören Sie Beobachtungstürme, handeln Sie schnell, verhindern Sie, dass weitere nützliche Gebäude von den Banditen zerstört werden. In den Gebäuden, die Sie bis jetzt erobert haben, können Sie... Hilfe! Etimus, nee. Achso, da ist ein Esel in Gefahr. Okay. Geh du mal zurück. Du machst alle nur langsamer. Die schicke ich mal am besten direkt in die Richtung. So, ein paar Elite-Soldaten dürften nämlich auch mit den Speerträgern klarkommen. Oh Gott. Adubiter? So, ihr zieht euch mal alle zurück. Meine Helden kümmern sich um den Adobiter, der hier gerade nervt. So.
Oh. Da oben wollen noch welche was von mir. Mal wieder Schleuderkämpfer. So, jetzt noch die Kaserne loswerden. Dann habe ich hier auch Ställe und eine Waffenkammer. Hätte ich einen Tempel. Ach, da hätte ich den Tempel, ups. Okay, ich könnte meine Zentauren weiterentwickeln, aber. Das Zentrum der Stadt wurde zurückerobert. Jetzt können wir diese Gebäude nutzen. So. Oh. Den da müsste ich mal retten, bevor der zu viel Schaden nimmt. Ja, jetzt habe ich Schießstände für Elite-Toxoti.